Na, ich sage jetzt mal, eigentlich war das alles umweltfreundlich, weil wir so wenig Mittel und Möglichkeiten hatten, ne? Ich würde mal die Grünlandwirtschaft ein bisschen ausklammern, weil diese intensive Graslandproduktion, die erforderte natürlich auch, dass wir die Wiesen in einem bestimmten Rhythmus umbrechen mussten. Denn wenn ich 3 und 4 Schnitte mache und dann auch bei allen Witterungsbedingungen auf die Flächen fahre, kaputt fahre und weiß der Kuckuck, was da alles war, dann hat jeder Umbruch hat Moormächtigkeit gekostet, ne? Und das ist natürlich besonders aus heutiger Sicht wird nicht gerne gesehen und wird auch sehr kritisch beurteilt, wobei wir schon versucht haben. Da sind wir aber nachher nicht mehr ist es nicht mehr zum Tragen gekommen. Die Tiefflugsanddeckkultur aus dem Oldenburger Bereich, das hatten wir uns da schon angeguckt. Die waren auch schon hier. Wir haben auch schon eine Fläche nach diesem Verfahren gemacht. Und zwar war die Moormächtigkeit dann nicht so hoch. Dann wurde das tief gepflügt und unter dem Moor ist eine Sandschicht. Dann wurde das umgekippt. Dann war die Sandschicht oben drauf und das Moor war praktisch blieb damit erhalten. Das war dann quasi konserviert. Das war ein neues Verfahren. Das haben die aber da im Westen schon längere Zeit genutzt gehabt. Aber wir hatten gar nicht die Technik dazu. Da brauchst du ja riesige Pflüge, die dann über 1 Meter tief das Zeug da umgekippt haben, ne? Aber ja, heute ja, wird das Grünland genutzt, zum Teil noch mit Wasserregulierung, aber es werden ja auch nicht mehr diese Erträge gebraucht, ne? Wir haben ja damals 3, 4 Schnitte gemacht, weil das Futter ja dringend notwendig war und heute und es wird auch wieder einiges rekultiviert, ne? Wird wieder vernässt und aber ansonsten war das schon fast eine ökologische Landwirtschaft, die wir betrieben haben. Wir haben ja gar nicht so viel gekriegt, wie wir hätten düngen wollen. Das war ja sehr, sehr begrenzt, ne? Was die jetzt düngen, davon haben wir geträumt, ne? Auch Pflanzenschutzmittel, auch Kraftfutter für die Kühe. Also die Fonds waren alle sehr, sehr begrenzt. Jede Sache hat zwei Seiten. Auch die. Was passierte nach der Wende? Die großen Produktionseinheiten, die einheitliche Partien liefern konnten, waren die gefragten Partner für Lebens- und Nahrungsmittelindustrie. Ist ja klar. Wenn ich aus einem Betrieb der 1000 Kühe hat und jede Kuh gibt 10.000 Liter Milch, da kann ich ja was mit anfangen, als wenn da jeder mit seiner Milchkanne. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das war ja der Vorteil der ostdeutschen Landwirtschaft, dass sie große Partien mit gleicher oder gleichmäßiger Qualität anbieten konnte für den Handel, für Verarbeitung und Handel. Insofern war es ein Vorteil. Inwieweit man das hätte treiben können mit den Umfängen der Industrialisierung, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten da unsere Grenzen erreicht, aber wo soll man heute sagen, es gibt eine Grenze? Ist kompliziert. Wenn man es beherrscht und es bleiben irgendwie die Grundzüge erkennbar, was wir in der Landwirtschaft mit Natur und Umwelt so verantworten können, dann ist es in Ordnung. Aber übertriebene Größenordnungen, denke ich mal, die haben sich überholt.